Wo ist dieser schwarze Kopf? Keine Ahnung. Sieht ja mal fancy aus hier mit dem Feuer und so. Der Stein, das muss sie sein. Tür ist Gruft. Oh nee. Ich sehe ja schon wieder, was hier steht. Ah, wir, die stehen gleich auf. War ja klar. Sie da schon leben. Nein. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Verteidigungsmechanismen der Gruft deaktivieren, okay. Oder eine Falle für die Winde von He. Aber was glaubst du, wo die Winde sind? Die Winde von? Oh, hatten wir das nicht erwähnt? Als du krank warst, haben wir in Helheim dein Heilmittel geholt. Wirklich? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick erlernt. Brock war auch da? Ich. Aber darüber sprechen wir später. Ah, ein Skiendusen. Früher hatte ich selbst auch einen. Nehmen, Junge. Ja, Junge. Was ist das denn? Müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau, dann kann ich niemand leiden. So, was kann ich hier noch machen, außer die Sachen kaputt machen? Ach, das ist wieder so ein grünes Ding. Kriegen wir aber noch nicht. Okay. Gut zu wissen. Schon echt cool aus hier. Ist ja zufällig er hier, der Deaktivierungsmechanismus? Gut, der bleibt da stehen. Ach so. Bewegung, sonst verlierst du sie. Naja. Bin schon dabei. Aber nicht nett. Okay, da dreht sich noch nicht. Oh Gott. Ich speichere mal lieber vorher. Seht mal, schmale Durchgänge. Perfekt für dich. Aber Vater, oh Gott. Autsch. Durchkommen. Oder vielleicht mit der Axt einfrieren, oder? Moment. Ah, das sollte funktionieren. Perfekt. Jetzt sagen die erst wow. Oh, da ist er ja drauf. Ja, das sollten wir vielleicht mal umdrehen. Obwohl er mittlerweile weiß, Atreus hat, ja. Interessant. Was gefunden?
Oh je. Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Was war das gerade für ein Viereck? Ah, jetzt. Das stammt aus dem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viel. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte. Ups, dass man hier alles kaputt machen kann. Achso, das ist eine Statue. Oh, alles kaputt machen. Sicherheitshalber, bevor die alle hier aufstehen. Man weiß ja nie. Okay, machen wir erstmal die Tür auf. So. Ah, natürlich. Niemals hat man seine Ruhe hier. Oh Gott, wollte ich gar nicht, aber egal. Meine Güte. So, da geht der Tor wieder auf. In der Gruft so aufgeregt? Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Oh Gott. Weg mit dir. Wollt doch nur gucken, ob... Ja, hier war das, ne? Okay. Logisch gesehen sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Binde einfangen. Okay, ich warte mal kurz, bis die sich wieder dreht. Ja, komm schon. Das war nix. Aber. Rennen. So. Und nochmal. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen. Ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Mehr schmale Durchgänge. Oh Gott. Ich weiß. Geh. Oh, ich kann ja auch einfrieren. Oh Gott! Alter, ich bin nicht erschrocken. Oh mein Gott. Ich hätte die Kamera heute anmachen sollen.
Ich bin gerade bis an die Decke geflogen, ey. Oh, wow. Was ist das denn hier? Nur so ein Skarabäus, wa? Nimm das doch mal mit. Schön. Ja. Ich dachte, das wäre breiter, was wir da einfrieren. Naja. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es. Mehr schmale Durchgänge. Ich weiß. Okay, die sind wirklich schmaler als ich dachte. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. Ja. So. Okay, das geht runter. Okay, das hat er eigentlich gesehen. Ich dachte, das wäre eins. Schön. Oh Gott. Kann man dort auch irgendwie einfrieren? Voll, da können wir einfach nur rüberrennen. So. Ich dachte, wir sehen das. Meine Güte. So, das geht wieder Tor auf. Da haben wir hier. Seht mal, das sind die Wolfriesen, Skull und Hattie. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft. So, jetzt kommt bestimmt nochmal ein Kampf, oder? Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Auf einem Abenteuer an einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Das sagt doch gar nichts zu. Ich weiß nicht, ob man das so ganz als Geschenk ansehen kann, aber... Ich sehe keine Falle mehr für die... Oben irgendwie. Wände von Hehl? Vielleicht können wir sie von einem dieser Balkone aus entdecken. Kommen wir denn auf den Balkon drauf? Okay, mein Sohn springt schon wieder irgendwo hin. Die Dinger hier leuchten so. Sind auf jeden Fall Pfeile nach oben. Vielleicht hier drauf drücken oder so? Nee, ne? Das bringt nichts, ne? Der blaue? Auch nicht. Ah, hier können wir hochklettern. Klingt alles nie so stabil. Ah, natürlich. Sei bereit. So. Zack. Diese Pfeile haben da bestimmt auch noch irgendwas auf sich. Ja, überall rumstehen. Oh, da ist ja noch einer. Weiter so. Ah. Oh je, oh je. Okay, warte. Ah, nee. Da ist noch wer. Oh, scheiße, ich dachte, ich kann das blocken. So. Erstmal das Seil hier runterwerfen. Weißt du,
Für jemand so beliebten war Tyr echt paranoid. Ja, dank Odin hat er. Da! Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Vielleicht geht es gar nicht im Tempo. Können die Winde sonst noch irgendwo hin? Tyr stellt unseren Verstand auf die Probe. Okay, hier sind wir gestartet. Dann wollen wir mal. Oh je. Na, das könnte ja spannend werden. Kriegen wir das auch von hier raus? Wir haben ja nur 10 Sekunden. Das wird ja spannend. Nee, das müssen wir tatsächlich von hier drüben machen, die kleinen Penner. Oh je. Ah, komm. Boah, nee, das schaffen wir ja gar nicht so schnell. Shit. Nee, das wird nix. Ich muss halt auch erstmal das Rätsel lösen oder so. Gedanken sind schneller als der Wind. Das geht auch nicht, ne? Das kann man auch nicht kaputt machen, ne? Sollen wir denn so schnell runterkommen? Was müssen wir da bestimmt mit den Pfeilen machen? Oh, achso, ich hab eine Idee. Das bauen wir einfach da drin. So. Ah. Mensch. So. Müssen wir nochmal reinlaufen? Da. Okay. So. Let's go. Großartig. Junge, verschwinde von hier. Mir geht's gut. Wie kriegen wir dich da raus? Zugketten an der Wand. Aber es gibt 3 davon. Was soll ich tun? Atreus, konzentrier dich. Du kannst das. Ja, du kannst das schon. Du machst das schon. Bist schlauer, Junge. Los, denk nach. Hati ist der Sinn. Er jagt den Mut. Der goldene Skill verfolgt die Sonne. Damit Ragnarok einzieht, müssen sie fressen. Die Antwort ist falsch. Ja, dann mach gut, doch. Junge. Mund nach links, Sonne nach rechts. Mit Bert in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich?
Mittlerer Hebel. Keine Ahnung, mach einfach. Ach du Scheiße. Ich hab schon wieder vergessen, was die Reihenfolge ist. Mittlerer Hebel. Scheiße. Die Reihenfolge muss so sein. Und links, Sonne rechts. Midgard in der Mitte. Ja, ja. Da. So. Jetzt hin, in der Mitte. Schnell. So. Jetzt haben wir's. Nein, das ist zu weit. Scheiße. Okay. Die Sonne hoch. Das ist der Weg. Und dann der Mond hoch. Links, Junge. Oh, das reicht noch. Oh Gott. Halleluja. Ach du Scheiße. Hilfe. Sind dann. Gott, warum können wir uns daraus nicht befreien? So ein Machtor. Muss die Kette stoppen. Wie? Ich weiß es nicht. Stech doch mal zu. Ihr Messer? Es geht nicht anders. Es funktioniert nicht. Das verstehe ich. Oh Gott. Gott sei Dank. Jesus. Ihr Messer. Oh. Ich weiß. Aber es hat dich gerettet. Oh. Das war sehr schlau, Junge. Das schöne Messer. Oh je. Bloß raus hier. Oh Gott. Die Rune ist frei. Wir haben es geschafft. Ja. Ja, mal sehen, was Tyr für uns hat. Oh nein, Frias Schutzrune. Sie ist weg. Was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Da ist er. Wir haben ihn. Junge. Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Nein. Wir sind keine Männer. Wir sind Götter. Mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Sag es. Ich bin besser. Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin. Die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Also gut. Komm. Nichts. Warte! Oh. Oh.
Mann. Hast du sie gesehen? Ich wusste es. Bist du sicher? Bin ich. Glaub mir. Na gut. Ziel aufs Gesicht. Oh Gott. Shit. Oh nein, das ist doch mehr. Hätte einer nicht gereicht. Oh Gott. Hinter dir! Ich kann gar nicht ausweichen. Okay, beim Feuerdings können wir irgendwie. Ich weiß gar nicht, was wir da machen können. Shit. Brauchst du Hilfe? Ja. Bin blind. Mal Heilung. Kann ich hier hochklettern? Nee, ich glaube nicht. Oh, nice. Shit. Ist er tot? Hoffen. Ja, gib mir ein bisschen Heal. Ein Moment bitte, Kampf. Ich muss lesen. Chaosflamme. Kleine Flamme, ohne Spursprung. Ja, kennen wir schon. Ich wollte den Heal. Oh Gott, bevor er mich umrennt. Hä? Was hat mich denn gerade getötet? Toll. Oh, ich hoffe, er hat gespeichert mit dem einen. Können wir bei dem einen nur unsere Axt verwenden und bei dem anderen das Feuer, also unsere Klingen? Kann das sein? Sei bereit. Oh nein, wir müssen wieder von vorne anfangen. Oder? Ah. Shit. Ja. Das ist ja blöd. In die Eier! Wenn du welche hast. Oh Gott, ich sehe gar nichts vor lauter Beinen. Nice, er ist down.
die anderen Waffen wechseln. Und Heilung. Das Gefühl, dass seine Pfeile nicht so viel bringen. Oh, nice. Oh, okay, da ging er jetzt doch schneller down, als ich dachte. Meine Güte. Das war ja blöd. What would she say? Hab größere besiegt. Mickriger Troll. Halleluja. Ja. Wir haben sie neue Chaos-Klingen-Fähigkeiten. Wo lang geht's zur Sandschale? Oh, wir hatten noch irgendwo eine Truhe da. Oh, das muss wohl der Bruder des anderen Grendel sein. Vielleicht ist aus der Asche auch ein Ehrentitel, den sich die Feuertrolle geben. Wir wissen so wenig über Trolle, aber das Wichtigste ist wohl, dass alle uns umbringen wollen und wir sie deshalb töten müssen. Das würde Vater jedenfalls sagen. Oh. Meine Güte. Ein Klingenknauf. Okay, zeig mal her. Abwehr ist ganz gut, Vitalität halt wieder weniger. Hm. Moderate Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert, nachdem ein Gegner erfolgreich mit überschäumender Wut getroffen wurde. Hm. Na dann schreib mal. Hier. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Limniowein. Von der Insel Limnas. Nahe meinem Geburtsort. Hm. Limnos. Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist er noch gut? Vielleicht. Das will man von seinem Vater hören. Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja. Na? Aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit.
Komm. Keine Antwort ist halt auch irgendwie eine Antwort, ne? Gott zu sein, wird mir gefallen. Hat man nicht so überheblich, mein Junge. Die schwarze Runde.